just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Also das war an irgendeinem Punkt dann, ja, nicht mehr tragbar. Nee. Du hast übrigens gerade ein bisschen Leben verloren. Ja, ja, ich weiß. Ist, ich habe 16 Herzen, von daher ist es vollkommen egal. Du solltest doch mal was essen. Ich habe 16 Herzen, von daher ist es vollkommen egal. Aber es wäre mal eine interessante Idee. Wenn ich jetzt Herzen verliere, wenn ich jetzt 0 Leben habe, ob ich dann trotzdem auf 5 Herzen runter droppe oder ob es dann trotzdem nur die Hälfte ist. Ich glaube, ich droppe trotzdem auf 5 Herzen runter. An deiner Stelle wird sie nicht riskieren und ausprobieren. Okay. Aber du hast ja doch noch ein Fleischstück. Ein Fleischstück, ja! Hat's ja vergessen. Besser als nichts. Was habe ich noch so? Ich habe ja noch 2 Spinnenaugen, die bringen aber kein Leben. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal back und müssen unsere Ausrüstung mal reparieren. Denn die sieht schon ganz schön abgenutzt aus. Ich möchte nicht, dass meine Superausrüstung kaputt geht. Ich könnte sie mir zwar total neu machen, aber warum sollte ich jetzt das? Warum sollte ich es riskieren? Ein Minecart packe ich mir hier rein. Und dann, Leute, da war eine Steinschaufel drinne. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Eine Steinschaufel. Kennst du was noch, Ruben? Damals, ja, als wir noch nicht 500.000 Diamanten hatten. Das ist echt interessant. Ich sehe, dass ich hier immer total versetzt. Und dann, ach so, ja. Das ist mir ganz lustig. Das ist ja interessant. Ich sprach dich schon die Mitteilung, oh, da war eine Steinschaufel. Ich denke mir so, warte, wir haben es gerade gegen einen Creeper. Wo ist da eine scheiß Steinschaufel? Und dann fällt mir ein, ach ja, warte mal. Ja, es ist ungefähr so 15 Sekunden Delay, glaube ich. So. Schauen wir doch mal, der Helm kostet mich 5 Level fürs Reparieren. Easy. So. Ich kann jetzt mal hier die Box aufstellen, speichern, entnehmen. Dann die Metallplatte wird wahrscheinlich sehr teuer werden. Nee, Leute, die haben die Preise richtig günstig gemacht, ey. Das ist richtig, das ist übel krass, wie günstig die Preise sind fürs Reparieren, obwohl das so krass ausgebaut ist alles. Früher hast du zum Reparieren von solchen hardcore verzauberten Sachen keine Ahnung 100.000 Level gebraucht. Jetzt was ja so repariert den Helm jetzt auch noch vollständig. Ja gut, aber ich weiß nicht, wie krass ich da dein Level Mod, was da drin hast, da drauf auswirkt. Gut, das kann natürlich sein, dass der sich da auch noch auswirkt so. Alle Mods habe ich nicht im Kopf, wie die funktionieren. Geht auch gar nicht bei 31 Mods. So. 31 Mods, ja. Naja, wenn dann richtig, oder? Oh Mann, oh Mann. Ich habe ja schon Ewigkeiten mal überlegt, ob ich mal Feed the Beast starte, aber ich glaube Feed the Beast, dabei nehme ich mich. Ich glaube bei Feed the Beast würde ich mich übernehmen. Da würde mir einfach. Was? Da würde mir der Spaß, ja, Feed the Beast ist so ein Mod, der tut Minecraft, keine Ahnung, ums 50-fache vergrößern. Da gibt es 5 Trilliarden neue Dinge und alles neu, das ist alles neu, das ist einfach, keine Ahnung. Da würde ich mich, glaube ich, das wäre mir einfach zu viel dann. Da würde ich den Spaß verlieren, weil es mir zu viel geboten würden werde. Ja, das ist so. Alter, der braucht 4 Schläge mit einem Superschwert, was ist denn da kaputt? Leider habe ich das Gefühl, dass dieser Hot Fragment Mod sich nicht auf meine Plünderungsrate des Schwerts auswirkt. Sonst hätte ich irgendwie schon mittlerweile sehr viel mehr. Ich lasse das Gebüsch jetzt mal hier oben, ich brauche das nicht, keine Ahnung. Ich wollte damit eigentlich was machen. Ich brauche es aber jetzt auch nicht, deswegen lasse ich das mal hier. So, ich ernte mal draußen das Zuckerrohrfeld ab. Wir können nicht immer noch aus der Kiste nehmen, wir müssen auch mal abernten. Boah, das letzte Mal Zuckerrohrfeld hier abgeerntet, ist auch schon mehr paar hundert Folgen her. Texture Pack ist eine Mischung aus. Moment. Wollte ich dem anderen sowieso noch zeigen. Oben drauf liegt das Minecraft Honeyball Pack 1.4 und darunter liegt das Elements 256 Version 2 von Darth Riddle.
Weil das letzte Mal in dem Ballpack ja schon eine Weile her ist. Darum sind die sich beide ergänzen. Alles, was das Honeyball-Texture-Pack nicht mitmacht, macht das Star-Fiddle-Pack im Endeffekt weg. Aber das wechselt sich auch immer mal, also da könnt ihr euch... Das ist immer wieder mal was anderes. Ich habe so lange keinen Zuckerrohr mehr abgeahnt, dass ich ganz vergessen habe, dass man die Unterhalle stehen lassen muss. Oh Mann. Da ist gerade ein Creeper explodiert hinter mir. Ich bin so froh, dass ich eingegeben habe, Creeper keinen Schaden mehr an Gebäuden und so. Sonst würde mir alles explodieren hier ständig. Ich habe echt lange nicht mehr abgeahnt. Ich habe gerade voll Bock drauf, muss ich gestehen. Voll Bock auf Abernten. Oh yeah. Ja, was machst du so selber? Du stehst da und denkst, oh, jetzt einfach mal das Feld abernten. Ja. Ja, du spielst ja kaum noch Minecraft. Ich stehe auch jeden Morgen auf und denke mir, jetzt erstmal das Feld abernten. Einer, ich verstehe schon, was du meinst. Macht ja auch Spaß, wenn man dann sieht, oh, hier, übelste Mengen und oh, geil. Ich hab schon wieder keine... Mir mangelt es wieder an... Machen wir uns halt noch eine, warum nicht? So. Okay, grad, also, allein oh, das war ja... Das Ruhe, jetzt hab ich zwei, ach man, ich bin dumm. Also obwohl das bei dir alles ziemlich hell erleuchtet ist, finde ich, hast du doch noch recht viele Monster bei dir rumsteppen da. Ja, ist aber ganz okay, sonst würde ich ja gar nicht mal zurechtkommen, sonst wäre das ja viel zu langweilig, das Spiel. Weißt du, bei meinem Skill brauche ich einfach mehr Monster. Nee, wundert mich nur gerade, weil... Wenn ich das so hell erleuchtet habe bei mir, dann... Ich habe eine ziemlich hohe Helligkeitsstufe drin, damit die Leute im Stream auch alles gut sehen können. Ach so, okay, ja gut, das... Da, gut. Weil die solche Programme wie Twitch oder YouTube dunkeln ja gerne mal so ein Spiel ab. Ja. Und darum habe ich im Prinzip eigentlich eine höhere Helligkeitsstufe drin. Alles für die Zuschauer. Alles für die Zuschauer. So. Hier machen wir ganz kurz das und das. Und dann kommt hier noch das und dann schmeiße ich jetzt einfach mal das da und das da weg. Genau. Wir haben noch einen Warzenfarm. Ich finde diesen Turm da hinten einfach so geil, Ruben. Wenn dein Turm fertig wird, ey, dann ist hier Schicht im Schacht. Oh ja, dann... Der sieht so richtig, richtig geil aus. Und jetzt habe ich Melonen, jetzt fresse ich die Melonen auch wenn es lange dauert. Also, wo ich da, was dann echt nochmal ein bisschen schwer wird, wenn wir, Wenn wir? Die Kuppel dann auf dem Boden bauen wollen. Das wird, glaube ich, nochmal ein bisschen das schwer. Das wird auf jeden Fall schwer, ja. Eine gefallene Kuppel bauen, aber... Ich lasse jetzt einfach mal gleich eine Axt hier. Ich muss auch mal alles wieder weg hier, das war jetzt immer so, nur mal so eine Aktion. Captain Banter hat was in den Chat geschrieben. Das habe ich ihm vorhin schon beantwortet, das war das in dem Texture-Pack, was er gefragt hatte. Alles klar, okay. Antworten, weil bei mir ist die Nachricht jetzt gerade eben eigentlich erst auf. Echt? Was ist da los? Das sind die Hacks, ich sag's ja, das sind die Hacks. So. Ich aber mal gucken, auch nicht so wie das ging. Geachtet. Ich hoffe ja, dass das mit Wolle ging. Ging es mit Wolle? Es ging mit Wolle. Nice. Da machen wir uns hier die Bücher mit Wolle. Ich habe keine Wolle mehr. Scheiße. Bam, bam, bam. Hallo, boom. Hallo, boom. Da müssen wir ganz kurz uns auf unsere Wollefarm begeben. Du hast eine Wollefarm? Ja, nee. Ich habe mit 800, mit 970 Folgen nichts erreicht in dem Spiel. Weiß man doch. Boah, was wir alles durchgemacht haben hier so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so. Wie, zwischendrin ist mir die gesamte Welt mal abgeschmiert, da musste ich die gesamte Welt nachbauen und so. Einfach mal 700 Folgen nachbauen, so. Ist schon echt krass, was wir geschafft haben. Das Dach ist ja auch noch nicht fertig hier, das ist, oh Mann. Okay, Wolle, habe ich hier eine Schere auch irgendwo liegen? Ich habe hier so viele Gebäude, die einfach unfertig sind, Ruben. Das wird nochmal ein richtig krass langer Stream, da musst du auf jeden Fall dabei sein.
in Folge 1000 ist, dann müssen wir nach Folge 1000, muss ich mir auf jeden Fall freigeben lassen nach bei, für der Arbeit, da gehe ich extra auf Arbeit und sage, ich brauche mach ich echt, da kann ich sage, ich brauche an dem Tag frei. Und da wird dann an dem Tag gestreamt. Und da werden wir uns, werden wir dann 24-Stunden-Stream wahrscheinlich machen und einfach mal dieses ganze, die ganze Welt hier im kreativen Modus zu Ende bauen. Bin der Mike, schönen Abend noch, schönen Tag noch, Icebreaker. Wiedersehen. Wiedersehen macht Freude. Was? Macht Freude? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Wiedersehen ist, macht Freude. Die Mucke ist grad geil. Bam, shake, bam, bam, bam. Bam, bam. Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude. Der neue Soundtrack. Jetzt auf iTunes. Kostet nur 19,99 Euro. Sonderpreis für euch. Da läuft. Ne? Da wollte ich auch mal was sagen dazu. Also ich habe das Video ja nicht fertiggestellt, wo es darum ging, was haltet ihr von momentan von YouTube und den ganzen iTunes-Spaß und sowas, die Leute machen. Und im Endeffekt gibt es eigentlich nur eine einzigste Äußerung. Meine Meinung ist, jeder YouTuber, Streamer, bla bla bla, der weiß und die Leute wissen das. Es gibt Statistiken dazu, die kann man sich einsehen als YouTuber und so, was für eine, was für eine durchschnittliche Anzahl ist von Zuschauern, welches Alter die haben. Jeder Streamer, Zuschauer, Streamer, YouTuber, der weiß, dass seine Community unter 18 Jahren alt ist, zum Großteil. Und meiner Meinung nach, auf iTunes oder also ein Spaß Werbung macht, was verkauft oder so, das ist für mich Ausnutzung von Leuten, die es einfach nicht besser wissen. Mal einfach für alle auf YouTube, die mich das gefragt haben. Ja gut. Wenn ein Däner einen Däner-Job hat und der Däner ist, jeder weiß, dass Däner eine Community von 12 bis 14 Jahren hat, dann ist das für mich Ausnutzung von Leuten, die einfach das noch nicht besser wissen und sich dieses Zeug kaufen dann. Ja, wobei, also ich sehe das auch wie du. Auf der anderen Seite finde ich, muss man dabei auch noch beachten, einfach den Punkt, dass zum Beispiel auch ein Torge hat ja so einen Fanshop und alles, und da hängen ja, die stellen das ja nur bereit, weißt du, die sagen, okay Leute, weil die werden ja von Fans vielleicht auch danach gefragt, die sagen, okay, wir stellen jetzt die T-Shirts her und so, ihr könnt das gerne kaufen, aber letztendlich liegt es ja doch dann auch bei den Eltern, finde ich immer, weil die Eltern können sich da auch nicht komplett aus der Verantwortung ziehen, dann zu sagen, ey, Kind, pass auf, ne? So und so geht man mit Geld um. Und so setzt man das ein. Ja, ich sage, klar, aber ich meine, das ist... Ja, das ist immer sehr schwer. Es ist zwar in dem Moment richtig, aber ich meine, warum muss ich mir als YouTuber, der ich mit YouTube sowieso so viel Geld sowieso schon verdiene, dass ich davon locker leben kann, warum muss ich überhaupt sagen, dass ich solche T-Shirts bereitstelle? Warum sage ich nicht einfach, ey, wisst ihr was? Ich mach's einfach nicht oder keine Ahnung. Das ist... Warum? Das ist halt dieses Ding, wo dann einfach aus einem Programm wie YouTube, was eigentlich ursprünglich dafür da gedacht war, freie Kreativität zu entfalten, auch wieder so eine Art Fernsehmoderator-Format wird. Ja, gut. Das ist für mich so, muss nicht sein. Das ist... Ich finde... Ja, wie gesagt, das ist halt ein ziemlich schweres Thema, weil ich finde, YouTuber haben ein Recht darauf, auch einen Fanshop zu machen. Das ist ja wie bei einem Fußballclub zum Beispiel, wo halt auch 12-jährige Kinder hingehen können, sich Trikots kaufen können und was weiß ich, für ziemlich viel Geld. Wo ich sage, das ist halt immer sehr schwer und dann müssen letztendlich dann halt auch ganz stark die Eltern ja, das ist aber dran sein. Und ja, klar, du hast als YouTuber deinen Fans gegenüber halt auch die Verantwortung. Wo ich halt sage, solange die dann auch wenigstens faire Preise machen, weißt du, und sagen, okay, ich bin jetzt hier keine riesen Weltberühmtheit, ich nehme für ein T-Shirt, sagen wir mal, 5 Euro, weißt du?
vielleicht noch plus 2 Euro Versandkosten oder so, finde ich, ist das... Das Problem, was ich dabei halt sehe, YouTube ist für mich halt nicht so eine Plattform, wo man sowas machen sollte. YouTube ist eine der wenigen Plattformen oder eine der wenigen Dinge, sage ich mal, wo es einfach nur noch so darum geht, Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und mit gemeinschaftlich irgendwas zu machen. Da wo es wirklich einfach nur, gerade was das Gaming-Szene angeht, es geht halt einfach ums Spiel, nicht ums Verticken von irgendwelchen Dingen. Und das ist halt das, was mich daran so stört. Es gibt ja, so viele tausend Dinge im Leben, wo man was verticken kann und wo man Geld mitmachen kann und so. Man muss sich ausgleichen das auch nehmen. Ich denke aber, dass einfach, das ist ja halt auch so der Punkt, du musst dir das ja nicht kaufen, weißt du, die steht das ja frei. Also das ist ja, ja wie bei Fernsehen zum Beispiel mit der Grundgebühr und so. Deswegen ja, das ist, und wenn man eine Community hat, die ein bisschen älter ist, okay. Aber du weißt doch ganz genau, wie leicht man kleine Kinder so manipulieren kann, dass ihre Eltern dann drängeln und dann denken sich deren, oh, jetzt muss ich's doch machen, mein Kind drängelt mich so sehr darauf, weißt du wie? Ja, und da sage ich halt aber, als Elternteil muss man sowas aushalten können, weißt du, weil sonst kaufst du deinem Kind eh alles. Dann fängt das bei Schokoladen an und hört bei YouTube-Zeug auf. Und dann finde ich halt einfach, wenn man kann das machen, aber dann finde ich, sollte man halt eben der Altersgruppe entsprechend auch wirklich Preise machen, wo ich sage mal, der Verlust dann nicht so schmerzhaft ist, weißt du? Wo ja. Ich sage, wenn du das für 5 Euro ein T-Shirt mit 2 Euro Versand oder so, weißt du? Das kannst du aber vergessen, guckst du dir die Shops mal an, da kriegst du nichts unter 20 Euro. Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wenn das so, ich sag mal, angepasste Preise sind, wo die Eltern sagen, okay, ich kaufe dem Kind das Shirt und es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, oh, 20 Euro hier raus, ach du Scheiße, eigentlich, Ich habe mir zum Beispiel auf der Gamescom, habe ich mir eins geholt, wo halt vorne dieses Gamescom-Symbol drauf ist, hinten ist mein YouTuber-Name, also NeverGuessLP. Und da dachte ich mir auch so, gut, hier habe ich 25 Euro habe ich dafür hingeblendet und ich dachte mir, mach's einfach mal, probier's einfach mal aus. Da dachte ich dann auch so im Endeffekt so, wow, klasse, der Name... Total klein unleserlich draufgeschrieben, nicht mal irgendwie Mühe gegeben, einfach nur so Massenanfertigung halt, ne? Ja. Dass man sich für 25 Euro dann nicht einfach mal Mühe geben kann, weil es ist im Endeffekt ja nichts weiter, genauso wie die ganzen YouTube, zum Beispiel das Sarazan-T-Shirt. Also es ist einfach nur ein grünes T-Shirt, ein schwarzes T-Shirt mit dem grünen Logo. Das kostet nichts, sowas da drauf zu drucken, das ist spottbillig, das ist... Das kann, ja, auch, kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie Geld kostet, das so ein Logo auf ein schwarzes T-Shirt draufdrucken zu lassen. Geld kostet das schon, aber... Ja, aber nicht irgendwie viel. Hängt immer von der Qualität auch davon ab, ne? Das ist ja... Aber letztendlich ist heute alles auf Profit ausgelegt und Gewinnmaximierung und ja... Genau das. Genau das. Also Preis-Leistung stimmt in den wenigsten Fällen noch. Also das war früher ja nochmal ein bisschen anders, das war eigentlich sogar dass sie für wenig Geld mehr Leistung bekommen, was sag ich mal eigentlich auch nicht so ganz richtig sein kann, weil ja, den macht halt die Firma irgendwann unweigerlich pleite, aber so wie es jetzt ist, sollte es auch nicht sein. Kriegst ja manchmal Dinge verkauft, die nach 3 Wochen dann eigentlich so gefühlt im Arsch sind und du denkst, dafür habe ich jetzt 40 Euro bezahlt. Ja. Ich erinnere mich an deine Session Squid. Ja, nee, das liegt aber an Uplay. Ich habe mir nämlich noch Call of Juarez geholt und das läuft auch über Uplay und genau dasselbe Problem. Also es liegt nicht an Assassin's Creed, es liegt an Uplay. Ja, aber also was am Ende genau dasselbe, ob es so am Spiel liegt oder ob es jetzt am... ob es am Betreiber der Spiele liegt, ist im Endeffekt trotzdem rausgeworfenes Geld. Ja, irgendwas würde sich da bestimmt machen lassen, aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mich da wirklich jetzt dahinter zu klemmen und dem ganzen... Also ich müsste da jetzt wirklich nochmal einen Support genau anschreiben, dass die mir da... Und dann muss die aber richtig stressen, weißt du, und... Ja. Ja. Naja. Ich bin mal ganz kurz weg, bin aber gleich wieder da. Genau. Und wir tun jetzt erstmal Minecraft beenden für heute. Wir haben jetzt erstmal wieder 3-4 Folgen. Ganz wichtig, ja, ganz kurz zu Leute schon einladen, ne? Ja, kann ich machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Für Stream geht's weiterhin noch weiter. Und bis dahin, habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.